stehe heute zum ersten Mal in dieser Saison im Schnee. Ich habe noch gar keinen Schnee dieses Jahr gesehen und es ist so, so cool. Nachher geht es für mich da an den Hintertuxer Gletscher hoch und das ist mein erster Skitag der Skisaison. Wo werdet ihr denn die Skisaison starten oder seid ihr vielleicht schon gestartet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Und ansonsten zeige ich euch jetzt, ob man Skifahren verlernt oder ob die ersten Schwünge doch noch ganz gut klappen. Skischuhe hat Marlene schon an. Wir sind gestern im Dunkeln schon angereist, sind dann so um eine Kurve rumgefahren und plötzlich hat Felix den ersten Schnee entdeckt. Ja, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Es war auch ein richtig cooler Anblick und heute Morgen bin ich aufgewacht und war überrascht, wie viel Schnee hier tatsächlich schon liegt. Weil schaut mal, das sind schon mindestens 10 cm, die hier liegen und das auf einer Höhe von 1400 Meter. Das bedeutet, die Schneefallgrenze ist schon ganz schön weit runtergekommen. Wollen wir dann kurz ein bisschen reinlaufen, weil es ist auch schon schön fluffig weich. Und ihr seht das, ich mache so Atemwölkchen beim Atmen. Das liegt daran, dass es auch schon richtig kalt ist. Wir haben nämlich Minusgrade. Und das bedeutet aber auch, dass wir unser Auto gleich freikratzen müssen. Unsere Scheibe ist nämlich ein bisschen gefroren. Keine Sorge, Marlene, mach ich. Das ist ein Service hier. Aber nur meine Seite. Auf der Beifahrerseite muss ich eh nicht so viel sehen, glaube ich. Wir haben uns jetzt den Skipass geholt und jetzt geht's nach oben. Nehmen wir eine Privatrunde. Skiservice auf. Meine Skis sehen nämlich ziemlich mitgenommen aus und ich muss gestehen, ich habe die über den Winter nicht irgendwie schön mit Wachs behandelt und einziehen lassen. Das machen die jetzt hoffentlich hier direkt fertig. Hier können wir uns gleich einen Hinterfuchs-Fan-Pullover kaufen. Was sind wir da drin? Der Port, dann sieht super aus, weißt du? Die Maschine macht das eigentlich alles automatisch. Da werden so die Ski reingelegt und dann wird es so angesaugt von oben und dann wandern die Ski da rein. Da werden die dann so ein bisschen nass gemacht, der Belag wird eben aufpoliert, Kanten werden da extra geschliffen und das passiert alles hier drin und dann kommen die raus und sind quasi fix und fertig, werden sie wieder trocken gepustet und nur das Wachsen muss man noch per Hand machen, aber das geht auch zack, zack, einmal hier über die Wolle drüber und dann ist alles ready. 10 Minuten haben sie gesagt, braucht das. Geht ja flott. Schneller war Service. Bevor wir jetzt aber wirklich in den ersten Skitag starten, möchten wir uns noch ein bisschen warm machen. Und da haben wir uns professionelle Hilfe gesucht. Wir haben die Kathi von der Skischule Tuxertal mit dabei. Hi, hey, hallo. Schön, dass du dabei bist. Und du zeigst uns jetzt ein bisschen, wie man sich so aufwärmen und auf den Skitag vorbereiten kann. Genau, alles klar. Wir fangen jetzt mal mit einer Schwungübung an. Wir schwingen das Bein. Wir versuchen dann nur mal das Kniegelenk zu bewegen. Alles ein bisschen den Schwung kommt. Der kann auch mitmachen. Der Teufel liegt mit der Hund wieder spannender als zur Übung, gell? Gut. Okay, cool. Genau. Kann alles losgehen. Kann losgehen. Gewohnt wieder Ski zu fahren. Das ist ganz kurios, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Dann kommt plötzlich so ein Hügel und ich bemühe mich echt, aber es ist dann nicht so wieder im Flow drin. Wir müssen noch ein bisschen üben jetzt. Es
ist richtig cool, wieder auf den Skiern zu stehen und wir können uns auch schon ordentlich austoben. Es sind nämlich aktuell schon 37 von insgesamt 60 Pistenkilometern hier am Hintertuxer Gletscher geöffnet. Und ihr seht das ja auch, dass es richtig winterlich aussieht. Felix schwenkt gerade rüber zur nächsten Piste. Das mit der Schneesicherheit liegt ja hier auch an der Höhenlage. Das Skigebiet ragt nämlich bis auf 3250 Meter hinauf. Dabei ist der Hintertuxer Gletscher aber nicht der einzige Gletscher, an dem ihr zurzeit schon Skifahren könnt. Der Felix hat sich ein bisschen informiert, wo Skifahren noch möglich ist. Ja, es gibt noch ein ganz paar andere Skigebiete. Kitzsteinhorn natürlich, Stubaier Gletscher oder Kaunertaler Gletscher und auch in der Schweiz, da ist viel Zermatt, da ist schon eine ganze Menge geöffnet. Und dann ja später im November, dann eröffnen auch die ersten Nicht-Gletscher-Skigebiete. Zum Beispiel? Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ischgl geht dann los, Obertauern, Obergurgl, Hochgurgl, wird richtig cool. Cool, und wir geben euch auch noch einen Überblick, wo ihr an Weihnachten mit Schneesicherheit rechnen könnt. Das kommt dann demnächst und das Video verlinken wir euch hier oben. Da geht's jetzt rein. Super cool, hier sind diese ganzen engen Eisgänge. Und dann haben wir eben durch dieses Loch da geschaut. Wenn man da so hochblickt, sind überall interessante Eiszapfen. Guck mal. Deswegen heißt das Eispaladas. Wir sind jetzt hier mittendrin in der Eishöhle, hier in der Jubiläumshalle. Und das ist halt richtig cool, weil schaut euch mal diese ganzen Eiszapfen an, die hier von oben runterkommen. Und das Spannende ist ja, dass man hier aber nicht nur zu Fuß durch diese Höhle durchlaufen kann. Der Fußweg beträgt so ungefähr 1 Kilometer, sondern man kann auch verschiedene Aktivitäten machen. Zum Beispiel Boot fahren oder Kajak fahren oder Stand-Up-Paddling machen oder auch Eisschwimmen. Manchmal sogar tauchen, wenn ihr ganz hart gesotten seid. Und es ist auch spannend, dass wir hier so ungefähr 25 bis 30 Meter unter der Piste liegen. Und das ist auch unser Stichwort. Für uns geht es nämlich jetzt wieder raus. Wir wollen nämlich oben noch eine Schneemessung machen. Ordentlich geschneit in den letzten Tagen. Dadurch konnte hier auch direkt ein neuer Lift mit öffnen. Und deswegen sieht es auch überall so super winterlich aus. Wenn ich hier so meinen Skistock in den Neuschnee reinbohre, seht ihr auch, wie viel Schnee da gefallen ist. Wir können jetzt mal abschätzen, es ging ja ungefähr bis da. 10, 20, vielleicht 30 Zentimeter Neuschnee, die hier gefallen sind. Mit meinem Meterstab hier. Und der ist auch richtig schön fluffig weich. Schaut mal, wie schön der nach oben fliegt und wie schön winterlich das dann alles so wirkt. Man könnte also fast schon Tiefschnee fahren gehen, sollte man aber wahrscheinlich noch ein bisschen warten, weil man weiß natürlich nicht, was so unten drunter jetzt gerade ist. Deswegen bleiben wir da. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, dann fahren wir halt Ski. Auf zum Einkehrschwung. Das war also der erste Skitag der Skisaison. Das war mega anstrengend. Also ich merke schon meine Beinchen so ein bisschen und ich glaube, den Muskelkater werde ich so die nächsten Tage mit mir rumtragen. Aber dann weiß man ja auch, man ist wieder in den Winter gestartet. Und es ist, glaube ich, eine gute Einstimmung in das, was wir diesen Winter noch so alles vorhaben. Denn wir haben ja vor, noch mehr Skifahren zu gehen. Wir wollen auch die eine oder andere Skitour machen. Und wir wollen natürlich auch langlaufen, damit wir frisch gestärkt weiter starten können. Wartet jetzt ein leckerer Kaiserschmarrn, um die Kraftreserven wieder aufzufüllen. Extra ohne Rosinen bestellt. Und? Schmeckt's? Mhm. Krieg ich auch was? Mhm. Schlimmer. Schmeckt sehr gut, gefällt mir sehr. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann drückt doch bitte auf Gefällt mir oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu dem nächsten Video. Bis dann.